Aber sag mir eins, Dutch. Was denn? Musst du eigentlich immer so viel fluchen? Was ist denn das für eine bekackte Frage? Moin Leute, euer Dude hier. Heute mal mit einem kleinen Infovideo. Ja, und zwar, ich bin jetzt eine knappe halbe Stunde oder so zu Hause. Wir haben den 27. April. Es ist Freitag, 20 Uhr. Das ist so, ja, meine Lieblingszeit, würde ich mal so mehr oder weniger sagen, weil dann ist Wochenende, die Arbeit ist vorbei. Ich habe die Woche wieder mal überlebt. Ich mach mal drei Kreuze, echt. Das ist wieder eine hammerharte Woche gewesen, kann ich euch nur erzählen. Gestern ist auch wieder was Lustiges passiert. Hat zwar jetzt nichts mit dem Infovideo zu tun, aber egal. Auf jeden Fall hat irgendein Idiot versucht, bei uns in der Firma einzubrechen. Stieg über den Zaun. Aber, tja, was er nicht wissen konnte, wir haben so eine Art Leibwächter. Und den hat's natürlich glatt aufgeweckt. Der ist rausgestürmt mit einem Basie in der Hand. So, dass der Einbrecher sich so dermaßen erschrocken hat, dass er am Zaun hängt, rückwärts wieder runtergefallen ist auf die Straßenseite. Tja, dumm gelaufen, kann ich nur sagen. Bei uns gibt's nichts zu holen, Leute. Bleibt davon fern. Ja gut, ich habe mir jetzt mal hier so extra mal ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, weil sonst, ich kenne mich ja, ich vergesse gern mal was, ne? Ja, wofür fangen wir denn an? Wie sieht's aus? Nein, ich möchte kein Schema. Okay, ja, das ist Live-Aufnahme, wunderbar. Ja, das möchte ich alles beibehalten, es ist wunderschön, vielen Dank. Nee, wo fangen wir an heute? Und zwar, ja, es ist ja bald der 1. Mai, nächste Woche Dienstag, und wir haben alle frei, also auch die, die arbeitswütig sind von uns, so wie euer Du zum Beispiel. Das bedeutet Folgendes, habe ich mir überlegt, ich würde gern am Montagabend, das ist der 30.04., einen Livestream mit euch machen. So praktisch der erste richtige offizielle mit Ankündigung und Pipapo und drum und dran. Meine 50.000 Internetleitung ist zwar noch nicht da, aber ich habe irgendwie Bock auf Livestream. Ich kann mir nicht helfen. Also, ihr seid auf jeden Fall alle herzlichst dazu eingeladen, wenn ihr Lust habt. Uhrzeitmäßig denke ich mal so 20, 21 Uhr, je nachdem, wann ich dann zu Hause angekommen bin. Ich werde auf jeden Fall einen Tag vorher nochmal ein Info, denk mal am Sonntag oder so oder am Samstag, mal schauen. Entschuldigung. Ein kleines Infovideo dazu hoch, was heißt Infovideo? Ein Ankündigungsvideo für den Livestream mit der richtigen Uhrzeit dazu hochladen, dass ihr das auch nicht verpasst. Ja, ihr seid auf jeden Fall alle dazu eingeladen, wenn ihr wollt. Wir werden, ja, was werden wir machen? Ja, am Anfang, denke ich mal, machen wir eine kleine Fragerunde. Ihr könnt dem Dude fragen, was euch auf dem Herzen liegt. Und ich werde dann eure Fragen nach bestem Gewissen, nach bestem Wissen beantworten. Und dann zocken wir irgendwas, was weiß ich noch nicht. Vielleicht weiß ich es ja dann morgen oder übermorgen, wenn ich das Ankündigungsvideo dafür hochlade. Schauen wir mal einfach, ne? So. Nebenbei hier übrigens, ich bin gerade am Hochladen. Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, kurz nach Hause gekommen, schnell den PC angeschmissen und eine neue Folge Minecraft am Hochladen für euch. Und dann dachte ich mir, ja, machen wir schnell nochmal das Infovideo auch noch, bevor ich mich der Hausarbeit hingeben muss, ne? So ist das einfach, wenn man eine eigene Wohnung hat, Leute. Ist nicht so einfach. Ja, und zwar, was ich euch mal sagen wollte oder informieren wollte. Mit der YouTube-Startseite, das gibt ja immer so Probleme manchmal, dass gewisse Sachen nicht angezeigt werden oder untergehen und wie auch immer. Dafür gibt es eine ganz einfache Lösung, und zwar, wenn ihr hier klickt euer Dude auf Facebook, landet ihr auf meiner Facebook-Seite. Und zwar geht es mir jetzt nicht darum, euch alle zu sagen so, yes, ihr müsst die Facebook-Seite vom Dude liken, nein. Und zwar folgendes, die Seite ist öffentlich, das heißt, ihr müsst nicht mal bei Facebook registriert sein, das heißt, wenn ihr gar keinen Bock auf Facebook habt und nee, ich will mich da nicht anmelden, scheißegal, gar kein Thema, könnt ihr trotzdem auf die Seite gehen und ihr seht wunderschön jedes einzelne, ja, Video-Update, was ich hochlade und auch sonstigen Kram, wenn ich mal irgendwas, irgendeinen Scheiß poste, was weiß ich, keine Ahnung, kriegt ihr auf jeden Fall alles mit und ihr verpasst kein einziges Video von mir. Das mal für euch als kleinen Hinweis. Wie gesagt, falls euch mal irgendwie, ja, auf der YouTube-Startseite was von mir durch die Lappen geht, bei Facebook kann das nicht passieren. Und ihr müsst dafür auch nicht bei Facebook registriert sein. Ihr müsst einfach nur auf den Link klicken. Ihr könnt euch ja das als Lesezeichen abspeichern oder was weiß ich. Und dann, ja, seht ihr alles, was abgeht beim Dude, was gibt's Neues, etc.
Ja, na, da wir ja die wunderschöne Fehlermeldung, na, Fehlermeldung, ich weiß gar nicht, was das war, irgendein Scheiß. Ja, kommen wir zum Thema MyPC und zwar muckt die Festplatte oder allgemein mein der PC momentan ein wenig rum. Ich hatte ja letztens bei der Riddick-Aufnahme auch so ein paar Probleme. Und zwar sieht das Ganze so aus, dass ich wohl jetzt langsam nach anderthalb, zwei Jahren fast mein Windows mal neu aufsetzen werden muss und auch möchte. Aber ich werde das erst machen, wenn ich das Riddick Let's Play beendet habe, weil ich habe Angst wegen den ganzen, ja, wegen den Save Stats. Ich weiß zwar ungefähr, wo die sind, aber man weiß ja immer, nachher haut da irgendwas nicht hin und die sind weg oder beschädigt oder werden nicht erkannt, was weiß ich. Auf jeden Fall, ja, sobald ich das Let's Play Riddick Escape from Butcher Bay beendet habe, werde ich auf jeden Fall meinem PC mal neues Windows verpassen, das Ganze nochmal frisch aufsetzen und dann dürfte der Junge auch mal wieder rennen und ich hoffe, weniger Fehlermeldungen haben. Gucken wir mal. Was haben wir hier noch? So, was kommen hier? Kommende Projekte. Genau, auch ein schöner Punkt. Für euch so als Info, was kommt demnächst noch? In den nächsten paar Wochen, ich denke mal vielleicht sogar nächstes Wochenende, übernächstes, werde ich anfangen mit dem guten Lighty, dem Light Like Light, der Junge mit dem wunderschönen Zungenbrechernamen. Legt den anderen Namen zu, Junge. mit dem werde ich dann aufnehmen Darkness 2, den Koop-Modus. Ja, das wird, denke ich mal, auch ganz lustig. Freue ich mich schon tierisch drauf. Das Ganze wird auf jeden Fall, ja, blind sein. Ich weiß da jetzt noch nicht so viel drüber, nur dass es halt in der Singleplayer-Story so mit, ja, eingebaut sein soll, ne? Irgendwie so. Auf jeden Fall, das wird halt demnächst kommen. Ja, die Retro-Sachen wird es weitergeben. Da werde ich mal schauen, was noch kommt. Ich habe auch Bock hier auf Street Fighter, auf irgendwie. Street Fighter 2 auf Super Nintendo oder Street Fighter 2 Turbo oder Street Fighter 4 auf dem PC. Ich weiß noch gar nicht. Ich muss mir auch noch überlegen, wie das so aussehen soll, konzeptmäßig, wie ich das machen möchte. Werden wir mal schauen. Ich habe auf jeden Fall Bock darauf. Ja, was gibt's noch so? Payday. Payday wird auf jeden Fall auch weitergehen demnächst, denke ich mal. Da haben mir schon ein paar Leute mal nachgefragt. Payday mit dem guten Anchor, mit dem Steffen oder dem Stevie G oder dem Motherfucker for Life, dem King, dem Paten von YouTube. Mit dem wird's auf jeden Fall bald weitergehen. Da müssen wir einfach, also ich und er, wir müssen uns halt zeitlich, terminlich mal ein bisschen abstimmen. Und das wird auf jeden Fall noch weitergehen, Leute. Keine Sorge. Ansonsten wird es demnächst, oder ich arbeite jetzt gerade noch so an einem kleinen Geheimprojekt, oder ja, kann man so nennen, mehr oder weniger Geheimprojekt, auf jeden Fall etwas an, was noch nicht verraten werden möchte, oder ich noch nicht verraten werden möchte, will, Gott, habe ich wieder Sprachfehler heute, ja, das wird es auf jeden Fall, ich denke mal, werde ich das fertig haben, in ein paar Tagen ungefähr, also ich bin fast fertig, dann werdet ihr sehen, ist jetzt nichts Großartiges, aber ist eine Kleinigkeit. Das werdet ihr dann sehen, wenn es kommt. Ja, auf Payday hätte ich jetzt auch zum Beispiel jetzt gerade in diesem Augenblick Lust. Ich weiß nicht, ich muss irgendwie meine Aggression von der Arbeit fertig werden. Also, da staut sich unter der Woche schon mal etwas auf. Das will dann am Wochenende rausgelassen werden. Steffen, wenn du das hörst, Grüße an dich. Payday, Digga, was los, ne? Aber eins muss ich mir mal überlegen, ey. Diggi, wenn du, willst du eigentlich auf die Gamescom gehen? Also, falls ja, und falls du dir dann T-Shirt drucken willst mit deinem Namen drauf, das wird ein lustiges T-Shirt. Da musst du echt jeden einzelnen deiner Spitznamen drin haben. Also hier, Stevie G, Motherfucker for Life, der King, der Pate von YouTube und keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Das wird ein lustiges T-Shirt. Also ich stelle mir das gerade bildlich vor. Oh mein Gott. So, wie weit ist das Video? 64%? Ich denke mal, ja. Also wenn das hier hochgeladen ist, dann werde ich anfangen, dieses kleine Infovideo bis dahin auch fertig zu haben, denke ich mal. Bastle ich mir das gleich fertig, schmeiß noch ein bisschen Musik rein und dann wird das noch hochgeladen heute. Dann schauen wir mal. Ach Leute, ich habe gute Laune, echt, es ist endlich Wochenende. Yes, fuck man, das ist Hammer. Es ist wirklich immer ein Krampf. Also, falls ihr noch zur Schule geht, Freunde, genießt die Zeit. Meckert nicht über Hausaufgaben oder was man alles in der Schule meckert, glaubt mir, wenn ihr anfangt zu arbeiten, ihr werdet euch an die Schulzeit gern zurückerinnern. Ihr würdet gern wieder zur Schule gehen wollen, glaubt es mir. Ich habe es früher auch nicht gedacht, aber jetzt inzwischen kann ich sagen, okay, an bestimmten Punkten haben bestimmte Leute, die viel älter waren damals, irgendwo recht gehabt. Und ich meine nicht nur den Punkt Ferien,
sondern auch ganz allgemein. Ja, also, genießt eure Schulzeit auf jeden Fall, Freunde. Ganz wichtiges Thema. Ja, gut. Habe ich jetzt irgendwie... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe hier noch einen Punkt vergessen. Ach so. Jetzt stimmt. Jetzt, wo ich es mir gerade nochmal hier durch den Kopf gehen lasse. Der Livestream, der wird nämlich hier stattfinden. Da klickt ihr einfach da drauf. Der Livestream vom Dude. Dann landet ihr auf dieser wunderschönen kleinen Twitch-TV-Seite. Und hier gibt es dann den Livestream. Hier oben ist dann der Chat. Den habe ich jetzt gerade verborgen. Und dann könnt ihr ja auch Sachen schreiben. Wie gesagt, am Anfang, wenn wir eine kleine Fragerunde machen, dann könnt ihr mir eure Fragen stellen. Und dann schauen wir mal. Wird bestimmt ganz lustig. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf. Facebook, wie gesagt, müsst ihr euch nicht für registrieren extra, falls ihr keinen Bock auf Facebook habt. Dann einfach, ja, die Seite, den Link abspeichern bei euch im Browser und dann seid ihr über jedes Video informiert und was der Dude sonst noch für einen Müll von sich gibt. Ja, ansonsten, mir fällt jetzt wirklich nichts mehr ein irgendwie. Also, wartet mal kurz. Ich tank nochmal ein bisschen Energie hier. Ja, ansonsten war es das, würde ich sagen, für dieses kleine Infovideo. Wie gesagt, Livestream-Ankündigungsvideo kommt die Tage jetzt, also ich denke mal Sonntag oder Montag. Ansonsten, ja, viel Spaß. Wir sehen uns ja bei meinen nächsten Videos hier in den Kommentaren oder wo auch immer. Genießt das Wochenende, Freunde. Es ist schönes Wetter. In Hamburg war heute geiles Wetter. Sonnenschein satt und ich sehe gerade den Sonnenuntergang, wenn ich hier aus dem Fenster gucke. Also herrlich. Verbringt nicht die ganze Zeit draußen vorm PC, sondern vergesst nicht das Real Life, Leute. Gut, das war's von mir bis dahin. Bleibt geschmeidig, lasst die Haare wehen. Ich grüße euch, Freunde. Bis zum nächsten Mal, euer Dude. Tschüss.